Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Oh. Nein, noch nicht. Wir haben das immer alles einheitlich gemacht. Wir haben immer gesagt, hier, I am the Ramses, this is the world's strongest beer, 67,5%. Und dann hat man das Glas getrunken. Ich weiß nicht, was man in deinem Fall sagt, ob man dann sagt, I am the Muttertier, ne? Oder I am the Evelyn. Das ist doch grammatisch total falsch, aber das ist ja egal. Man sollte diese Schablone eigentlich nehmen und ausfüllen. So. Also wie I am the Muttertier? I am the Evelyn, ne? Und this is a world. This is a world strongest, strongest beer. 67,5%. Und dann. 5%. Das ist alles. So, jetzt habe ich es doch schon gesagt, oder? Ja, aber jetzt habe ich ja reingeredet, also... Mach doch nichts, ich sag's jetzt nicht nochmal. Doch, guck. Nein, ich sag's jetzt nicht nochmal. Was sagst du nicht nochmal? I am the Muttertier. So, I am the Muttertier. This is the world's strongest beer. 67,5%. This is the world's strongest beer. 67%. Genau, und jetzt du. So. Nochmal, oder was? Ja, jetzt bist du, guck, zack, das ist die Klappe, Klappe hier. Klappe und Action. Also, I am the Muttertier. This is the world's strongest beer with 67%. Da muss man 67 eigentlich auch in Englisch sagen. 67,5. Ach, 67,5, verdammt. Also im Sinne 67,5. Na, das sage ich jetzt nicht nochmal. Das reicht jetzt. Komm, ich habe es jetzt mindestens schon einmal selber gesagt, ohne dass ich mitgemacht habe. Na dann, Prost. Ach so, warte. Was? Ach so. Ich hab dir da mal eine Birne Melisse mitgebracht, wenn du sagst, du willst dir den Geschmack wegspülen. Ich würde der Dame auch empfehlen, es einfach im Ganzen runterzutrinken und nicht immer kleine Nipper und absetzen, weil dann ist es ja noch länger eklig. Mach schon mal die Flasche auf. Muttertier. Mach schon mal die Flasche auf. Nicht im Eimse Muttertier. Das hat man schon. So. I have a Muttertier. I have a dream. Achso, hier, Prost. Prost. Erstmal riechen. Hoffentlich ist es noch nicht schlecht. Weiß ich nicht. Wenn es schon hier. Wie lange steht es schon? 2 Wochen? Ist im Kühlschrank. Oh. Mit dem Ding drum, dass es gar nicht gekühlt werden kann. Hm. Wie viel Prozent hat es? 77. Naja, gut. Oh, es brennt. Okay. Ah ja. Wie ein Whisky, ne? Genau. Und schön nicht. Und schon kommen die Tränen. Nicht mit den Händen in die Augen, dann entsteht da auch noch was. Ja, was entsteht denn da? Weiß ich nicht. Da brennen dann die Augen noch. Wird man blind oder was? So. Ja. Ich hab zwar noch kein Whisky getrunken, aber... Ist mal ein Erlebnis, ne? Aber es schmeckt Wodka nicht auch so ähnlich. Ah, schmeckt alles gleich. Das Wodka haben sie mir mal angedreht. Irgendwie. Schmeckt wie Bier. Aber so ein kleines Gläschen. Aber das ist schon sehr lange her. Wer waren die denn, hä? Da war der, dass die dir das angedreht haben. Fertig? Ja. Ja, ich bin fertig. Du hast es besser verkraftet als ich. Ich hab's ja gehustet erstmal. Ja? Nee. Geht eigentlich. Du hast die Augen halt immer drehen, das ist, aber die drehen auch so. Das ist der Wind. Ja, brauchen wir nicht mal mehr Birnenblitz, es geht. Jetzt fühle ich mich wie der Politiker mit seiner Kamera.